Eine Videoplaylist, aber nur ein einziges Video ist in dieser Playlist. Seltsam, das Internet oder irgendwelche Programme funktionieren hier nicht. Aber irgendjemand hat diese Playlist draufgelassen. Was für ein Video ist es wohl? Ich hoffe mal, es ist kein Porno oder so. Ihr schaust dir an. Das ist ein sehr langer Ladebildschirm. Oh, es fängt an. Aber... was? Das muss ein Scherz sein. Was zum... Juri? Was ist das überhaupt für ein Video? Ist es eine Art Interview? Ist das überhaupt der Juri, den ich kannte? Es ist nicht er, oder? Ich meine, er sieht so aus wie er, aber die Größe und der Körper... Als jemand, der bereits in seinen jungen Zwanzigern Geschichte in der astronomischen Technik geschrieben hat, gibt es irgendein Geheimnis hinter ihrem Erfolg? Ah, du fragst nach meinem Geheimnis? Ich würde sagen, es ist, weil ich mein Bestes gebe, um das Lächeln von Frauen wie dir zu sehen. Meine geliebte Reporterin. Ich verstehe. Warte, ich? Was? Yep, das ist definitiv Juri. Niemand anderes könnte einen solchen Cringe sagen. Aber er sieht zu alt aus. Und hat die Reporterin gerade nicht gesagt, dass er in seinen 20ern ist? Hat Juri ein paar Jahre übersprungen, so wie Shinji? Nein, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Wenn man bedenkt, wie viel er geredet hat, würde ich mich auf jeden Fall daran erinnern. Immerhin würde er Frauen viel zu viel Informationen über sich sagen. Und so werden zwei meiner Heimaten, Japan und Russland, zusammenarbeiten, um den nächsten großen Schritt in der Weltraumtechnik zu gehen. Er sieht so anders aus als der Juri, den ich kannte, aber er hört sich auf jeden Fall an wie er. Ich verstehe. Dann über das NASA-Projekt, das abgebrochen wurde nach dem größten, schlimmsten und tragischen Ereignis der menschlichen Geschichte. Ich würde gerne Ihre Meinung wissen über die Ankündigung, dass die Kagarin-Familie dieses Projekt wieder zum Leben erwecken wird. Hm? Meine geliebte Reporterin. Hey, du Kameramann. Du bist ein Mann, oder? Nimm sofort deinen Hut ab. Ah, warte, er ist... Was habe ich dir darüber gesagt, Männer zu meinem Interview mitzunehmen? Was zum... Oh, okay. Das wäre das. Was für ein Video ist das überhaupt? Hat Juri irgendetwas vor uns verheimlicht? Na, ich verstehe überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Wieder einmal eine große Parallele zu Danganronpa 2. Weil wenn ihr euch erinnert, dort war es ja auch so, dass wir im finalen Kapitel, ich glaube es war das finale Kapitel, dass wir dort erfahren haben, dass Hyoko eigentlich auch schon deutlich älter war oder mit deutlich älteren Körper hatten, sagen wir mal so. Sie war eigentlich sehr, sehr klein. Also, na gut. Das ist... Videos über Orte in dieser Stadt, sogar ein Video über diesen Raum hier. Die Tatsache, dass ich mich hier selbst sehen kann, bedeutet, dass das hier live ist. Ich schätze mal, das hier ist eine Art CCTV oder so. Oh, da ist Juroko! Moment, wenn das Kameravideos der gesamten Insel sind, dann kann ich das nutzen, um Teruya zu finden. Er ist ziemlich auffällig, also sollte ich ihn mit Leichtigkeit erkennen können, sobald er auf der Kamera zu sehen ist. Ich muss mir diese Insel anschauen, aber Teruya zu finden ist mir wichtiger, also kann ich einfach hier warten und mir das Ganze etwas anschauen. Na gut, dann schauen wir doch mal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ihn nicht finden werden können, oder? Nirgendwo ist ein Regenbogenmann zu sehen. Mit so vielen Kameras muss er sicherlich irgendwo mal an einer Kamera vorbeigelaufen sein. Aber ich kann ihn einfach nirgendwo sehen. Es bringt einfach nichts. Ich sollte erstmal etwas anderes machen. Er könnte auch vielleicht einfach irgendwo in einem Gebäude schlafen oder so. Ich sollte einfach versuchen, ihn zu Fuß zu finden und hier zurückkommen, wenn es nichts bringt. Ah, ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe schon jetzt das öfter mal gesagt, aber ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl in diesem Kapitel, hey. Na gut, geh mal raus hier. Ich weiß nicht, ob es Teruya sein wird, der hier sterben wird, aber...
Ich glaube, dass Teruya und Mikado definitiv die Stars dieses Kapitels sein werden. Wer von den beiden jedoch sterben wird, ist vielleicht die viel bessere Frage. Okay, nichts Besonderes. Was haben wir denn hier? Ein Schild. Ah, hier haben wir diese Brücke, die Westen und Osten miteinander verbindet. Ja gut, dann gehen wir gleich mal da durch. Sonst ist ja auch nichts, oder? Ja gut. Dann gehen wir hier durch, würde ich sagen. Warum ist es hier... Ah, okay. Eine Tür. Laut dem Schild müsste diese Brücke die beiden Türme miteinander verbinden. Das hat Monocrow letzte Nacht gesagt, richtig? Dann gehen wir doch mal hier durch. Oder hier rüber. Ich muss ja sowieso die andere Seite anschauen, also sollte ich wohl mal die Brücke benutzen. Vielleicht habe ich auch eine schöne Aussicht von dort aus. Na gut, dann gehen wir los. Was zum... Was? Ich werde fallen. Mikado, rette unser Leben, Mann. Ah, was für eine Erleichterung. Du solltest vorsichtiger sein, Sora. Mikado? Es tut mir leid. Das muss ziemlich angsteinflößend gewesen sein. Hast du dich irgendwie verletzt? Ah, du brauchst mir nicht zu danken. Immerhin ist es meine Schuld, dass ich euch nicht über den Bug Bescheid gesagt habe. Ich würde viel lieber sterben, als von so jemandem wie dir gerettet zu werden. Du bist so grausam. Und was war das über einen Bug? Hat das irgendetwas damit zu tun, dass die Brücke nicht hier ist? Nun, das Ding ist, die Daten, die dafür verantwortlich sind, dass die Brücke hier erschaffen wird, da gibt es einen kritischen Bug. Und die ganze Brücke ist verschwunden. Oh, ist das dieser virtuelle Realitätskram? Also du und Monocrow haben nicht länger vor, das zu verheimlichen, ha? Ha, das wurde sowieso bereits herausgefunden. Aber ich habe definitiv dort unten eine Brücke gesehen. Warum ist sie nicht von hier aus sichtbar? Das ist exakt der Grund, warum wir es einen Bug nennen. Nun, es ist ein Problem mit den visuellen Informationen über die Brücke. Würdest du gerne mehr darüber hören? Nope, nicht notwendig. Aber das war echt knapp. Du wärst definitiv in deinen Tod gefallen, wenn sich nicht dieser super großartige Zauberer hierhin teleportiert hätte, hm? Verschwinde. Antworte zumindest auf meine Gags, okay? Ich hab dich immerhin gerettet. Oh, okay. Oh je, das hat mir echt Angst gemacht. So verstörend er auch sein mag, ich wäre definitiv ohne ihn gestorben. Das kann ich zumindest zugeben. Moment, es ist sowieso seine Schuld, dass dieser Bug existiert. Als ob er mein Leben gerettet hätte. Es ist seine Schuld. Können wir weiter? Aber mal ganz davon ab. Irgendetwas fühlt sich hier nicht so ganz richtig an. Was genau hat Mikado gerade gesagt? Vielleicht kommt es mir nur so vor. Nun, ich schätze mal, ich sollte vorsichtig sein, diese Brücke von nun an nicht zu nutzen. Wenn ich die Chance habe, sollte ich es auch den anderen sagen. Was hat Mikado denn gesagt? Hat er irgendetwas Verdächtiges gesagt? Oder irgendwas, was wir noch nicht wussten? Ich habe jetzt gar nicht so ganz... Keine Ahnung, gehen wir hier raus. Ich meine, ich passe eigentlich ganz gut auf, aber ich habe jetzt nichts wirklich Auffälliges bemerkt. Um ehrlich zu sein. Ja gut, hier... Nee. Das war's, oder? Wir können uns jetzt hier in den nächsten Bereich begeben, würde ich sagen. Die World Map. Endlich mal hierhin. Die westliche Zone. Die östliche Zone. Die nördliche Zone. Die südliche Zone. Das war's, oder? Ja, okay. Dann fangen wir hier... Oder machen wir hier weiter, sagen wir es so. Ach man, ich hab's jetzt schon im letzten Kapitel gesagt, ne? Aber ich will einfach nicht... Ich mag die Charaktere mittlerweile so sehr, dass ich eigentlich nicht will, dass hier irgendjemand noch stirbt. Dass Niki jetzt gestorben ist, okay. Aber selbst Shinji wollte ich nicht, dass er stirbt. Iroha soll auch nicht sterben und Yoriko schon erst recht nicht. Yuki, weiß ich nicht, der ist halt mittlerweile so komisch, Mann. Aber natürlich auch, weil er seine andere Identität hat und so. Mikado kann sterben, ist halt der Mastermind, aber... Aber Teruya soll auch nicht sterben. Ach, Mann, und Shobei natürlich auch nicht. Ich weiß nicht. Yoriko. Oh, Yoriko, ich muss mich verstecken.
Moment, warum verstecke ich mich überhaupt? Ich muss mit ihr reden. Ah. Ja, jetzt ist sie weg. Ich konnte nicht mit ihr reden. Mann, was ist denn jetzt hier los? Sie ist in das Hotel reingegangen. Ich schätze mal, sie bleibt dort. Oh Gott, ich verhalte mich wie ein Kind, das seinen Schwarm stalkt, um herauszufinden, wo sie lebt. Ja, bin ich ja auch, oder? Eigentlich trifft das perfekt auf diese Situation zu. Ich sollte hier aufhören. Jetzt, wo ich weiß, wo sie ist, kann ich vielleicht später mit ihr reden, nachdem ich mich etwas gesammelt habe. Ich wollte mit ihr reden. Ach Mann, ich mag das nicht. Yoroko und ich, wir sind gute Freunde geworden mittlerweile. Was stand da gerade? Könnte das Versteck von Yakuza sein, okay. Ach Mann, ich mag Yoroko am liebsten, ich sag's wie es ist. Im ersten Kapitel mochte ich sie gar nicht, um ehrlich zu sein. Mittlerweile sieht's komplett anders aus hier. Ah, sie muss überleben, oder? Ach komm, Shobei und Yoroko, die beiden müssen überleben. Ach, die anderen sollen auch überleben, aber da ist nicht ganz so schlimm irgendwie. Aber Shobei ist zumindest schlau genug, dass er überleben kann, alleine überleben kann, wisst ihr? Yoroko halt nicht. Jetzt haben wir ja Mikado. Ich glaube nicht, dass Yoroko versuchen würde, einen Mord durchzuführen, oder? Oder? Oh, oder? Weil Shobei kann ich schon irgendwie sehen, dass das mal irgendwann versuchen würde. Den letzten Mord, dass er es versuchen würde. Aber Yoroko? Ah. Wenn das mal nicht Sora ist. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? In einem Hotel zu leben ist viel luxuriöser, als in der Monocruise zu leben, oder? Was jetzt? Mal schnell die Regeln anschauen. Wir dürfen ihn immer noch nicht umbringen. Okay. Was machst du da, Sora? Ah, das hat wehgetan. Hast du ernsthaft geschaut, ob die Gewaltregel immer noch nicht funktioniert? Halt die Klappe. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich jetzt umbringen möchte. Oh, nun, warum bringst du mich da nicht einfach um? Ich möchte mir nicht meine Hände schmutzig machen, wegen so jemandem wie dir. Nun gut. Und übrigens, Sora. Ich weiß nicht, ob du es von Monocore gehört hast, aber findest du nicht auch, dass dieses Gebäude großartig ist? Dieses Gebäude hier ist das größte Gebäude in ganz Higa City. Es befindet sich im Mittelpunkt von Higa City. Man könnte es also das Herz der Insel nennen. Als ein Unternehmensgebäude mit gemischtem Nutzen ist der Hauptnutzen dieses Ortes, Radio und Videos zu übertragen. Warum, fragst du vielleicht? Nun, um das zu erklären, ist es schwer, nicht über die Person zu reden, die Higa City repräsentiert. Diese Person war scheinbar ein ziemlicher Star. Diese Person hat es geliebt, im Fernsehen und so zu sein. Und das hatte einen Einfluss auf das Design diesen Ortes. Was ist los? Mach weiter. Nun, ich bin es einfach gewohnt, dass du einfach sagst, dass ich die Klappe halten soll. Also muss ich zugeben, dass es etwas seltsam ist, dass du mich ausreden lässt und mir zuhörst. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich habe gezählt, wie viele Worte aus deinem schmutzigen Mund kommen. Und ich habe vor, dich für jedes Wort einmal zu schlagen. War die keine Gewaltregel das Einzige, was dich davon abgehalten hat, mich zu schlagen? Ah, Hilfe! Die Tatsache, dass du in einer guten Laune bist, pisst mich echt an. Ich muss einfach nur sicher gehen, dass ich dich nicht oft genug schlage, dass es zu einer Klassenverhandlung kommt, richtig? Timeout, Timeout, okay, ich verstehe schon. Ich werde die Klappe halten und ruhig sein. Bitte hör auf, mich zu schlagen. Ich verstehe, dass du wütend bist. Na gut, aber ich hätte jetzt schon gerne mehr Infos gehabt. Aber naja, so einfach ist es hier wohl nie, ha? Hä, was stand da? Das ist doch eine Tür und keine Maschine. Hä? Wird mir das falsch angezeigt? Ja, ist einfach nur eine Tür. Das ist doch nicht das, was da stehen sollte. Hä? Ach, egal. Mir doch egal. Was steht jetzt hier? Ich glaube, das war ein Bug. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Gut, gehen wir hier hoch. Mal gucken, ob wir hier in diesem Turm etwas anderes haben. So. Also, hier sieht es erstmal so ziemlich ähnlich aus, oder? Ich suche natürlich trotzdem hier ein bisschen nach Geld, aber... Aber... Das stört mich echt, den Kram da, der Kram da mit Yuri. Was könnte das bedeuten? Dass Yuri eigentlich schon, ich will nicht unbedingt sagen, älter war,
aber dass sein Körper schon weiterentwickelt war, quasi. Aber, Moment, er war in seinen 20ern, ne? Wurde nicht gesagt, dass jeder hier so noch jung ist? Und Sora hat ja auch gesagt, ja, doch, stimmt, Shinji war der Einzige, der etwas älter war, ne? Weil er ein paar Jahre, oder ein Jahr, oder mehrere Jahre, weiß ich nicht mehr so genau, überspringen musste. Also wir befinden uns quasi in der Vergangenheit, verglichen mit dem Video. Was komisch ist. Und da fällt mir auch jetzt gerade keine Theorie ein, wie das möglich ist oder so. Also nichts, was nicht irgendwie mit Zeitreisen zu tun hat, sagen wir so. Das werde ich mir nach dieser Aufnahme sicherlich auch nochmal überlegen. Ja, mit dem Geld. So. Es ist irgendwie komisch, ne? Wir werden immer weniger, aber die Orte werden irgendwie immer größer, habe ich das Gefühl. Letztes Mal ein riesengroßer Turm, jetzt eine riesengroße Stadt. Ach, jetzt haben wir vielleicht wieder ein anderes Video, oder? Hier haben wir direkt etwas, sehe ich, aber warte mal. Ach, bestimmt wieder diese Statue, ne? Weil wir haben ja auf beiden Seiten eine Statue gesehen, scheinbar. Ah, hier wieder diese Playlist und es ist wieder nur Yuris Video, okay. Was genau war dieses Video nur? Also kein weiteres Video hier, sondern nur auch dasselbe, scheinbar. Was ist denn da jetzt? Warte mal. Moment, ist virtuelle Realität nicht technisch gesehen in einem Computer? Was für ein Inception-Bullshit ist das? Okay. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, nur die Statue hier, die wir uns anschauen müssen. Falls es die Statue ist, die wir von hier aus sehen. Wow, man kann die ganze Stadt von hier aus sehen. Nun, das ist nicht die richtige Situation, um die Aussicht zu bewundern. Und der düstere Himmel hilft auch nicht wirklich. Ah, eine Statue eines Fußballs. Befindet sich wohl im mittleren Bereich des östlichen Bereichs. Es ist eine Art Attraktion? Ein goldener Fußball. Wenn er schon von hier aus so groß aussieht, dann muss er wirklich riesengroß sein. Das Ding wird nicht einfach runterfallen, oder? Ich habe Angst, dass es einfach vielleicht wegrollt. Okay. Ein weiterer Charakter aus dem ersten Spiel. So langsam wird es immer interessanter und interessanter und interessanter hier. So, ja gut, schauen wir uns auch mal hier den Kram hier an. An sich haben wir natürlich hier schon mit dem ganzen Kram interagiert, aber halt auf der anderen Seite. Aber es könnte natürlich trotzdem noch ein bisschen Geld hier geben. So ist ja nicht. Oder? Oder? Ja, mit dem Geld. Ich muss schon mal noch bezahlen für die Skills. Nichts? Gar nichts hier? Ich will doch nur Geld haben, Mann. Ja, dann halt nicht. Okay. Gehen wir hier raus. Damit hätten wir uns jetzt beide von diesen Twin Towers angeschaut. Diese Zwillingstürme. Jetzt weiß ich auch gar nicht, mit welchem Auto ich schon interagiert habe und so. Hier kann ich nicht rein, ne? Hier ist der Yoroku drin. Scheinbar. Damit wären wir jetzt hier, glaube ich, schon so gut wie fertig. In diesem Bereich. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Bereich hier.